Herzlich willkommen zur Vorlesung Öffentliches Wirtschaftsrecht, Beihilfen und Vergaberecht. Heute werden wir uns die Ausnahmen vom grundsätzlichen Beihilfenverbot und die Beihilfenaufsicht näher ansehen. Schauen wir uns noch einmal die fünf Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 1 AIUV an. Die Einzelheiten haben wir in der letzten Vorlesung erarbeitet. Es bedarf der Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils. Aber Achtung, denken Sie hier bitte an die Bereichsausnahme nach der Altmark-Transrechtsprechung für gemeinwirtschaftliche Dienstleistungen. Der Vorteil muss weiterhin auf einer staatlichen Maßnahme beruhen oder aus staatlichen Mitteln gewährt werden. Die europäischen Gerichte gehen aber auch bei parafiskalischen Abgaben von Verbrauchern von einer staatlichen Vorteilsgewährung aus. Die Begünstigung muss außerdem selektiv sein, also nur bestimmten Unternehmen oder Produktionszweigen gewährt werden. Werden allgemeine Wirtschaftsgeschenke gemacht, wie zum Beispiel jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, ist das schon tatbestandlich keine Beihilfe. Schließlich muss die Vorteilsgewährung den Wettbewerb potenziell verfälschen. Das Kriterium wird weit verstanden. Denken Sie hier aber an die De Minimis-Verordnung. Danach fallen bestimmte Beihilfen, die bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, nicht unter den Beihilfenbegriff. Schließlich muss die Maßnahme geeignet sein, den mitgliedstaatlichen Handel zu beeinträchtigen. Auch das ist weit auszulegen. Einzelheiten zu den Tatbestandsvoraussetzungen können Sie auch in der Bekanntmachung der Kommission nachlesen. Wenn der Tatbestand der Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 1 AIUV erfüllt ist, müssen Sie prüfen, ob die Beihilfe ausnahmsweise europarechtlich zulässig ist. Wie schon in der Einführung erklärt, sind Beihilfen nicht grundsätzlich schlecht, sondern können als legitimes Wirtschaftslenkungsmittel fungieren, um den Binnenmarkt zu verwirklichen. In Artikel 107 Absatz 2 AIUV sind zunächst Legalausnahmen geregelt. Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen vor, ist die Kommission verpflichtet, die Beihilfe zu genehmigen. Ihr kommt also kein Ermessen zu. Sie hat jedoch hinsichtlich der Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen einen Beurteilungsspielraum. In Artikel 107 Absatz 3 AIUV sind dagegen Ausnahmetatbestände geregelt, die im Ermessen der Kommission stehen. Es handelt sich also um einen Freistellungstatbestand. Außerdem gibt es im AIUV für spezielle Politikbereiche besondere Ausnahmen. Die Tatbestände der Ausnahmeregelungen sind generell eng auszulegen. Schauen wir uns zunächst die Legalausnahmen an. Artikel 107 Absatz 2 Litera a AIUV erklärt Beihilfen sozialer Art für mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn sie ohne Diskriminierung der Herkunft der Waren gewährt werden. Sozialer Art sind Beihilfen, wenn sie Bedürftigen zugutekommen, um elementare Grundbedürfnisse zu befriedigen oder das menschliche Zusammenleben betreffen. Werden Unternehmen etwa im Personennahverkehr Subventionen gezahlt, damit Bedürftige für reduzierte Preise fahren dürfen, so fällt dies unter den Ausnahmetatbestand. Weiterhin, und das ist aktuell sehr relevant, besteht eine Legalausnahme für die Beseitigung von Schäden nach Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen. Die EU-Kommission hat jüngst klargestellt, dass auch die Corona-Pandemie und ihre ökonomischen Folgen ein außergewöhnliches Ereignis im Sinne der Vorschrift darstellen. Sondermaßnahmen der Mitgliedstaaten zum Ausgleich von Schäden, die auf den Krankheitsausbruch zurückzuführen sind, gelten daher als gerechtfertigt. Es muss aber immer ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Begünstigung und den auszugleichenden Schäden der Naturkatastrophe bzw. dem außergewöhnlichen Ereignis bestehen. Nicht zu den außergewöhnlichen Ereignissen gehören Wirtschaftskrisen. Der Ausnahmetatbestand des Artikel 107 Absatz 2 Litera c AIUV ist durch die deutsche Wiedervereinigung weitgehend obsolet geworden, sodass wir uns das hier nicht näher ansehen. Im Hinblick auf die Freistellungstatbestände aus Artikel 107 Absatz 3 hat die Kommission sowohl Ermessen als auch einen Beurteilungsspielraum im Hinblick auf den Tatbestand. Vorgesehen sind Regionalbeihilfen in weniger entwickelten Gebieten. Fördergebiete sind gemäß den Leitlinien der Kommission solche Gebiete, in denen das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung weniger als 75% des Unionsdurchschnitts erreicht. Artikel 107 Absatz 3 Litera b hat zwei Varianten. Für die Förderung eines Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse bedarf es eines zwischenstaatlichen europäischen Programms mehrerer Mitgliedstaaten. Der mit dem Vorteil angestrebte Vorteil, zum Beispiel Umwelt- oder Klimaschutz, darf nicht auf den oder die Mitgliedstaaten beschränkt sein, die das Vorhaben durchführen, sondern muss sich auf die gesamte EU erstrecken.
Die zweite Variante ist spezifisch auf eine außergewöhnliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates bezogen. Dieser Rechtfertigungstatbestand hat in der Wirtschafts- und Finanzkrise eine wichtige Rolle gespielt. Artikel 107 Absatz 3 Litera C betrifft sogenannte sektorale und horizontale Beihilfen und ist praktisch überaus bedeutsam. Danach kann die Kommission Ausnahmen vom Beihilfenverbot zulassen, wenn sie zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Gebiete dienen, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Die Einzelheiten werden in zahlreichen Mitteilungen und Leitlinien der Kommission konkretisiert. Nach Litera D kann auch die Kulturförderung zugelassen werden. Unter Förderung der Kultur fallen unter anderem die Verlagsförderung, Theater- und Kinoförderung sowie die Förderung der Filmindustrie. Schließlich enthält Artikel 107 Absatz 3 Litera E einen Auffangtatbestand für sonstige Beihilfen, sofern der Rat sie auf Vorschlag der Kommission bestimmt. Wie gesehen, hat die Kommission im Hinblick auf den Freistellungstatbestand ein erhebliches Ermessen. Sie hat dabei zwischen den Nutzen und den Folgen einer Beihilfe abzuwägen. Im Einzelnen geht die Kommission bei der Prüfung wie folgt vor. Erst prüft die Kommission, ob die Beihilfe tatsächlich einem der in Artikel 107 Absatz 3 AEUV genannten Ziele dient. Dann prüft sie die Geeignet und Erforderlichkeit der Beihilfe. Leitfragen sind dabei: Gibt es besser geeignete Instrumente? Entsteht durch die Beihilfe eine Anreizwirkung für Unternehmen und könnte dieselbe Verhaltensänderung nicht mit einer geringeren Beihilfe herbeigeführt werden? Schließlich prüft die Kommission, ob die Wettbewerbsverzerrungen und Handelsbeeinträchtigungen durch die Beihilfe so gering sind, dass die Gesamtbilanz positiv ausfällt. Neben den in Artikel 107 Absatz 2 und 3 AEUV geregelten Ausnahmen gibt es noch weitere Ausnahmebestimmungen. So kann der Rat spezielle Beihilfen im Bereich der Landwirtschaft erlassen. Weiterhin sind Beihilfen zur Koordinierung des Verkehrs nach Artikel 93 AEUV zulässig. Schließlich hält Artikel 106 Absatz 2 AEUV eine Ausnahme für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse bereit. Ausgestaltet wird die Vorschrift durch das sogenannte DAVI-Paket der Kommission, das aus zwei Mitteilungen und einem Beschluss besteht. Wie in der letzten Vorlesungseinheit gesehen, handelt es sich schon gar nicht um einen wirtschaftlichen Vorteil im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV, wenn die vier Altmark-Trans-Kriterien erfüllt werden. Diese Kriterien werden in der sogenannten DAVI-Mitteilung der Kommission näher umschrieben. Wenn die Altmark-Trans-Kriterien danach vorliegen, so handelt es sich schon gar nicht um eine Beihilfe, sodass es auch keiner Mitteilung an die Kommission bedarf. Sofern nicht alle Altmark-Trans-Kriterien erfüllt sind und es sich bei einer Leistung an ein mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betrautes Unternehmen um eine Beihilfe handelt, so ist zu prüfen, ob die Beihilfe unter eine Ausnahmevorschrift und speziell unter die des Artikel 106 Absatz 2 EUV fällt. Im DAVI-Beschluss werden bestimmte generelle Ausnahmen für Ausgleichsleistungen an mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betraute Unternehmen genannt, die generell als mit dem Binnenmarkt vereinbar gelten. Sofern die Voraussetzungen des Beschlusses im Hinblick auf eine Beihilfe erfüllt sind, besteht keine Pflicht, die Beihilfengewährung gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV der Kommission mitzuteilen. Handelt es sich weder um eine Ausgleichsleistung, die den Altmarkt-Trans-Kriterien entspricht, noch unter den DAVI-Beschluss fällt, so sind in der DAVI-Rahmenmitteilung weitere Modalitäten zur Ausgestaltung von Ausgleichszahlungen an DAVI-Unternehmen vorgesehen, die von der Kommission als gerechtfertigt angesehen werden können. In diesem Fall bedarf es aber der Mitteilung der geplanten Beihilfemaßnahme an die Kommission. Schließlich können nach Artikel 108 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 109 AEUV bestimmte Beihilfen per Verordnung generell freigestellt werden, ohne dass es einer Ermessensprüfung durch die Kommission nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV bedarf. Dazu hat die Kommission eine allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung erlassen. Nach Artikel 3 dieser allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung gelten die dort genannten Beihilfen unter den dort genannten Voraussetzungen als mit dem Binnenmarkt vereinbar und sind von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt.
Die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung betrifft Regionalbeihilfen, Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen, Umweltschutzbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen, Entwicklungs- und Beschäftigungsbeihilfen für Arbeitnehmer mit Behinderung, Beihilfen zur Bewältigung von Naturkatastrophen, Sozialbeihilfen zur Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete, Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen, Beihilfen für Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes sowie Beihilfen für Sportinfrastrukturen. Weiterhin werden bestimmte Schwellenwerte für die jeweiligen Beihilfewerte genannt, bis zu deren Höhe die Freistellungsgruppenverordnung gilt. Um die verschiedenen Ausnahmen vom Beihilfenverbot zu kategorisieren, hat sich eine Unterscheidung nach Regionalbeihilfen, sektoralen Beihilfen und horizontalen Beihilfen eingebürgert. Regionalbeihilfen sind solche, die territoriale Ungleichgewichte innerhalb der Union ausgleichen sollen. Sektorale Beihilfen fördern bestimmte Wirtschaftszweige, wie etwa die Fischerei und Landwirtschaft. Horizontale Beihilfen, die weder nach territorialen noch sektoralen Kriterien vergeben werden, dienen in der Regel bestimmten gemeinschaftsrechtlichen Zielen, wie etwa dem Umweltschutz oder der Innovationsförderung. Kommen wir jetzt zur Beihilfenaufsicht. Diese richtet sich nach Artikel 108 AIUV. Näher ausgestaltet wird das Verfahren von der sogenannten Verfahrensverordnung der EU. Zu unterscheiden ist zwischen der repressiven Aufsicht von bereits gewährten oder laufenden Beihilfen nach Artikel 108 Absatz 1 und der präventiven Beihilfenaufsicht nach Artikel 108 Absatz 3 AIUV, auch Notifizierungsverfahren genannt. In Artikel 108 Absatz 3 AIUV heißt es: Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat. Es besteht also grundsätzlich eine Mitteilungspflicht für Maßnahmen, die den Beihilfentatbestand nach Artikel 107 Absatz 1 AIUV erfüllen. Ausnahmen sind aber, wie eben gesehen, im Sekundärrecht, etwa in der Gruppenfreistellungsverordnung oder dem DAVI-Beschluss vorgesehen. Nachdem die Notifizierung erfolgt ist, prüft die Kommission die Beihilfe am Maßstab des Artikel 107. Das genaue Verfahren ist in Absatz 2 und der Verfahrensverordnung näher ausgestaltet. Während der Dauer der Prüfung besteht nach Artikel 108 Absatz 3 Satz 3 AIUV ein striktes Durchführungsverbot. Die geplante Leistung oder Vergünstigung darf dem Unternehmen also nicht gewährt werden. Dieses Durchführungsverbot ist innerstaatlich unmittelbar wirksam. Ein Verstoß dagegen führt zur formellen Rechtswidrigkeit der Beihilfengewährung. Der Verstoß ist nicht heilbar. Schauen wir uns nun das Notifikationsverfahren einmal näher an. Das Verfahren beginnt mit der Unterrichtung der Kommission durch den Mitgliedstaat. Der Mitgliedstaat hat dabei alle sachdienlichen Auskünfte zur Beurteilung der Beihilfe zu übermitteln. Die Kommission prüft die angemeldete Beihilfe dann umgehend in einem vorläufigen Verfahren. Wenn sie entweder feststellt, dass der Tatbestand schon gar nicht erfüllt ist oder wegen einer Ausnahmevorschrift mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, so teilt sie das dem Mitgliedstaat durch Beschluss mit und die Maßnahme darf vom Mitgliedstaat wie geplant durchgeführt werden. Nur wenn die Kommission im vorläufigen Verfahren Bedenken im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt hat, leitet sie durch Beschluss das förmliche Prüfverfahren ein. Auch hier gibt es wieder drei Entscheidungsoptionen. Die Kommission kann zunächst feststellen, dass es sich nicht um eine Beihilfe handelt. Weiterhin kann sie im Rahmen eines sogenannten Positivbeschlusses entscheiden, dass die Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, dass die Beihilfe tatbestandsmäßig ist und keine Ausnahmegründe greifen, so erlässt sie einen Negativbeschluss. Dem Mitgliedstaat ist die Durchführung der geplanten Maßnahme dann verboten. Wenn eine Beihilfe von der Kommission im Rahmen des Notifikationsverfahrens genehmigt wurde, schließt sich die fortlaufende Kontrolle der Kommission an. Sofern die Beihilfe weiterhin mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, lässt die Kommission den Mitgliedstaat gewähren. Stellt sie aber fest, dass die Beihilfe nun mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so schlägt sie gemäß Artikel 22 der Verfahrensverordnung zweckdienliche Maßnahmen vor. Das können inhaltliche Änderungen, verfahrensrechtliche Maßgaben oder gar die Abschaffung der Beihilfe sein.
Wenn der Mitgliedstaat sich damit einverstanden erklärt, so kann er die Beihilfe nach Maßgabe der vorgeschriebenen zweckdienlichen Maßnahmen weiter vergeben. Sofern der Mitgliedstaat nicht einverstanden ist, wird das eben näher erläuterte förmliche Hauptprüfverfahren der Kommission durchgeführt. So, damit haben wir die zweite Vorlesung zum Beihilfenrecht geschafft. Bitte arbeiten Sie das Thema mit dem Skript nach und lesen Sie die relevanten Normen. Ich empfehle Ihnen auch, die Verfahrensverordnung in der Nachbereitung zu Rate zu ziehen. Bitte bereiten Sie außerdem die kleinen Übungsfälle für das Webinar vor und stellen Sie gern Fragen im Moodle-Forum. Ich freue mich schon auf unser nächstes Webinar.